Moin und herzlich willkommen zurück zu einem Let's Play The Stomping Land. Ich brauche Pfeile für meinen Bogen. Und dieser komische Stückli-Moloch, das fällt mir jetzt gerade mal so auf, der hat sich jetzt in den letzten 5 Minuten keinen Zentimeter von der Stelle bewegt. Vielleicht, ich könnte es ja einfach mal riskieren, ihn anzugreifen. Das könnte ich in der Tat mal riskieren. Ich glaube, der braucht auch nur 2 Pfeile, bis er tot ist. Ah, guckt mal. Eat small meat. Ha. Jetzt ist dieses Fleischsymbol rechts auch komplett weg. Das heißt, ich habe jetzt keinen Hunger mehr. Aha. Nice. Das ist interessant. Okay, ich würde sagen, ich baue mir hier ein Lager. Ich baue mir jetzt hier noch ein Tipi. Warum nicht, ne? Ich meine, hier habe ich alles. Hier habe ich Nahrung. Hier habe ich Ressourcen. Hier bin ich gut geschützt. Das ist der ideale Platz, um ein Lager aufzuschlagen. Ah, vielleicht sollte ich vorher doch nochmal den Stückli-Moloch töten. Bevor er sich dazu entscheidet, mich zu töten. Ah, ich weiß nicht, der steht da so tatenlos rum, als wenn er irgendwie verbuggt ist. Vielleicht sollte ich diesen Zustand nicht ändern, indem ich ihn angreife. Der andere da, da oben, der steht auch so komisch rum. Die stehen alle so komisch rum, fällt mir gerade mal auf. Naja. Im schlimmsten Fall leckt der Server. Why are you getting so much wood? Why are you getting so much wood? Das kann ich dir erklären, mein Freund. Weil dieses Spiel mich in die Wut treibt. In die Weißwut. Weißglut. Ach, was weiß denn ich? Ich hau jetzt hier auf den Stein. Ich hau auf den Stein. So, kann ich jetzt hier den... Ach, warum kann ich denn jetzt da nicht... warum kann ich da jetzt keinen Tipi bauen? Fehlt da noch was? Ich sammle jetzt noch einen Stein und noch 2x Holz und dann muss ich doch genug Material für einen Tipi haben. Das muss doch reichen jetzt, komm. Nee. Natürlich nicht. Natürlich nicht. Warum auch? Das reicht natürlich immer noch nicht für einen Tipi. Jetzt vielleicht. Für einen Totem reicht's schon mal. Den ich ja bisher auch noch nicht bauen konnte. Warum auch immer. Kann ich denn keinen Tipi bauen? Fehlt mir jetzt echt noch Stein, ne? Nein. Es war doch das Holz. Okay. Dann bauen wir uns mal den Tipi. So, meine nächste Amtshandlung wird es sein, den Stückli-Moloch da zu töten. Meine erste Amtshandlung als Besitzer dieses Landes. Oh Gott. Wünscht mir Glück, liebe Freunde. Das war ja einfach. Das war ja fast schon erschreckend einfach. Beängstigend geradezu. Wie einfach das gerade war. Da liegt da rum, ey. So. Ich inspekte ihn nochmal kurz. A wild Stückli-Moloch. Stückli-Moloch. Stückli-Moloch, Stückli-Moloch. Komm mit Fleisch. Ich gehe mit meinem Fleisch Gassi. Ich habe es an die Leine genommen und gehe mit meinem Fleisch Gassi. So, ene mene miste, was rappelt in der Kiste? Small meat. Ha! Flupp. Und flupp. Start Feuer. Ich habe Feuer gemacht. Ich habe Feuer gemacht. Feuer!
Oho. So, jetzt brutzelt das hier vor sich hin. Das ist absolut in meinem Sinn. Und hole ich mir jetzt noch die Gallimis. Nee. Nee. Wozu? Frage ich mich gerade. Wozu? Warum sollte ich das tun? Das ist die Nahrungsquelle der Zukunft. Warum sollte ich sie jetzt aufs Spiel setzen? Ja. Nicht gerade sehr gesprächig, der Gallimimus. Naja, was Gallimimus, das muss. Haha, ich kann essen. Nom 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 nom. Beware the mighty thief of wood. Hä? What? What the heck? Kann ich eigentlich schlafen im Tipi? Kann ich mit dem Tipi überhaupt irgendwas machen? Big MacGyver's Tipi has been slept in zero times. Das check ich nicht. Wie kann ich denn überhaupt schlafen im Tipi? Hat da jemand einen Tipp? Vielleicht einer von den netten Zuschauern, die jetzt schon mal geschrieben haben. Macht es überhaupt Sinn, im Tipi zu schlafen? Weil das rechts ist ja angeblich die Anzeige, wie sichtbar ich bin und nicht wie müde ich bin. Und da sage ich Müdigkeit und muss direkt gähnen. Was geht ab, ey? Na, ich habe ja auch durchgemacht. Das tut mir jetzt ein bisschen leid, dass ich ein bisschen müde bin, aber ich habe durchgemacht. Und mache trotzdem ein Let's Play. Ja, so bin ich. Wo, was, wie? Don't put stuff in my boxes. Okay. Ich werde es nicht tun. Ich werde den Rat beherzigen. Mann, ich möchte gerne mal sehen, wie viele Erfahrungspunkte ich jetzt habe. Ach, wisst ihr was? Das ist mir jetzt scheißegal. Wisst ihr was? Wisst ihr, was wir jetzt machen? Ich habe jetzt eine super Idee, was wir jetzt machen. Wir krallen uns jetzt einen von diesen Gallimimussen. Den töte ich jetzt. Und dann schaue ich mal, vielleicht klappt das ja mit der Wiederbelebung. Alter, die stehen hier nur rum. Drei Gallimimusse und alle stehen so rum. Vier Gallimimusse. Das sind vier. Komme er her. So. Den habe ich doch erwischt jetzt, oder? Der ist doch tot. Jawohl, der ist tot. Heal. Ha. Mount. Ha. Ich werde bekloppt. Ich kann auf den Saurier reiten. Und jetzt? Was muss ich jetzt machen? Hä? Habt ihr es gesehen? Ich bin auf einem Saurier drauf. Aber ich kann nichts machen. Was war das? Ich kann mich nicht bewegen. Ah, ich muss die Maustaste gedrückt halten. Und dann läuft er rum. Oh, das steuert sich ja mal so richtig beschissen, Freunde. Oh nein, nicht zu den Viechern, nicht zu den Viechern. Was fällt dir ein? Lauf woanders hin, lauf woanders hin. Nein, lauf woanders hin halt. Fuck. Das blöde Vieh, ey. Ach, Mann. Das steuert sich ja wie behindert, ey. Meine Fresse. Als wenn ich mit Boxhandschuhen steuere, so steuert sich das. Und vor allem, der läuft überhaupt nicht dahin, wo ich das will. Ich habe 53 Erfahrungspunkte gehabt. Hätte ich das mal früher gewusst, hätte ich mir so ein Stücki-Moloch geangelt. Der hätte sich wenigstens wehren können. Nicht so ein Bimbo-Dino. Verdammte Axt, ey. Aber ich habe immerhin, ich bin auf einem Saurier geritten. Ja, das wollen wir jetzt mal an der Stelle festhalten als Fazit. Der Spielbär hat es geschafft, auf einem Dinosaurier zu reiten, wenn auch nur für kurze Zeit. Und es endete in meinem Tod. Wie so vieles andere auch in diesem Spiel. Es endet irgendwie immer in meinem Tod. Ich weiß nicht warum. Selbst ganz harmlose Sachen enden in meinem Tod. Wie einfach mal eine Höhle zu erkunden. Ach, Mann.
Was soll ich dazu noch sagen? Naja, immerhin, ich bin auf dem Saurier geritten. Das ist das höchste aller Gefühle, glaube ich, in diesem Spiel. Auf einem Saurier reiten. Und bei der Steuerung... Also das wirkte von der Steuerung fast irgendwie schon ein bisschen willkürlich, wie der da gelaufen ist. Der Gallimimus. Und vor allem richtig gerannt ist er auch nicht. In Jurassic Park sind die Dinger voll rumgeflitzt und hier laufen die in Slow Motion. Dieses Spiel ist nicht originalgetreu, ja, muss ich mal sagen. Das ist komisch, das Spiel. Huch. Ich habe ihn. Hahaha, ich bin so gut. Kann ich den Stückli-Moloch da auch erwischen? Yes. Habt ihr das gesehen? Habt ihr das gesehen? Ja. So sieht's nämlich aus. Spielbär's in the house. Und jetzt läuft er wieder so Slow-Mo-mäßig hier. Das ist doch schon wieder nicht wahr, oder? Liegt das jetzt echt am Regen? Es regnet ja schon wieder. Das ist doch albern, oder? Das kann mir doch keiner erzählen, dass das gewollt ist. Das ist doch auch wieder so ein Bug. Auf jeden Fall ist das ein Bug. Auf jeden ist das ein Bug. Niemals ist das gewollt, dass er so komisch läuft. Dass er so komisch auf der Stelle rennt. Ah, das ist noch ein Gallimimus. Den könnte ich mir natürlich mal... Den könnte ich mir gleich mal kaufen. Haha, ey, ich bin ja richtiger Meisterschütze schon. Seht euch das mal an, ey, was ich hier mache. Ich finde es auch gut, dass hier so viele rumlaufen. So kann ich ein bisschen failen und ein bisschen was ausprobieren. Spieler gibt es hier anscheinend so gut wie keine. Das finde ich auch gerade gar nicht so schlecht. So kann ich auch endlich mal so ein paar Sachen probieren einfach. Hier war die andere Kiste, ne? Jawohl, ja, sehr schön. Wunderbar, wunderbar. So, jetzt nehmen wir hier das Fleisch. Das ist auch voll bescheuert. Jetzt muss ich das in die andere Kiste umfüllen. So, jetzt sage ich Pull. Und dann steck mal 6 Fleischsteaks, Sauriersteaks. Dino-Rumpsteak stecken wir dann auf dem Spieß. Und da links ist wieder ein Stückli Moloch. Ach, scheiße, ich habe keine Heilkräuter mehr jetzt, ne? Ich muss wieder neue Heilkräuter besorgen. Sonst kann ich keine Saurier heilen. Shit. Ach ja, ich muss ja das dumme Feuer ausmachen. Stop Fire. So. Kann das sein, dass da ein Stückli Moloch direkt neben mir gespawnt ist? So. Es ist so dumm, dass das Feuer aus sein muss. Mal ganz ehrlich. Das ist so dumm, dass das Feuer aus sein muss, dass man da das Fleisch raufstecken kann. Es ist einfach nur sinnlos. Es tut mir leid. Ich muss es leider so offen und ehrlich sagen. Es ist einfach nur bescheuert. Huch. So. Boah, da passt aber ganz schön was drauf auf den Spieß. Okay, das passt nicht mehr auf. Also 5 Steaks passen drauf. Da fressen wir uns jetzt richtig satt und dann gehen wir auf Heilkräutersuche, würde ich sagen. Ah, jetzt will ich mal gucken. Okay, nee, has been slept in 0 times, also 0 times. Ich dachte, wenn ich tot bin, zählt das als Schlafen. Aber dem ist anscheinend nicht so. Irgendwie kann man da drin auch schlafen. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Kann ich schon essen? Eat small meat. Sauber. Komm, wir fressen jetzt alles. Wir essen jetzt hier alles auf. Restlos. Hier wird nichts übrig gelassen. So, dann stoppen wir das Feuer. Stopp. So. Das spießen wir noch auf. Ja, und das war's auch schon wieder für diese Folge. Glaube ich. Oder? Ach, machen wir noch 2 Minuten, komm. Ich muss jetzt da eh noch eine Höhle finden. Wie finde ich hier eigentlich wieder zurück? Ich finde doch hier nie wieder hin.
Also ich möchte hier schon gerne wieder hinfinden, weil diese Ecke ist ziemlich lauschig gerade, finde ich. Also sie ist ziemlich nice. Ich könnte auch einfach zurückgehen und an der Stelle einfach mal ausloggen und mal gucken, ob das dann gespeichert wird, wenn ich dann nicht spiele. Ob dann vielleicht die Sachen auch noch dastehen. Vielleicht finde ich ja auch denselben Server nochmal. Und vielleicht stehen ja dann meine Sachen noch da, wenn ich wieder einlogge. Ich glaube es nicht, ja. Ich glaube es nicht. Es ist, glaube ich, eine Illusion, aber schauen wir mal. Vielleicht geht es ja doch. Man muss alles mal probieren. Würde ich sagen. So, dann stehe ich jetzt wieder hier an meinem Tipi und sage. Nein, ich sage natürlich bis zum nächsten Mal beim Let's Play Stomping Land. Bis dann, ciao, ciao.